Mancher Gehäusekarton sorgt selbst bei uns in der Redaktion auch für eine gewisse Überraschung. Das gilt definitiv für diese Riesenkiste hier, die uns Lion Lee geschickt hat. Drin steckt das PCD8000, ein Cube, aber nicht irgendein Cube, sondern ein Cube, der HPDX-Mainboards aufnimmt und dementsprechend riesig ausfällt. Passend dazu auch der Slogan Field Space. Alternativ auch vernichtete Space, weil so viel Platz muss man dann erstmal haben. Das grobe Design kann man ja hier schon erahnen. Die Spezifikationen lassen sich dann auf dieser Seite erkennen. Da gehen wir aber natürlich in unserem Test dann auch nochmal detailliert drauf ein. Jetzt wollen wir uns damit nicht weiter aufhalten, sondern gleich einen Blick in den Karton werfen. Zu unserem Glück setzt Lion Lee auf Aluminium, sonst hätten wir uns bei dem Koloss hier sicher einen Bruch gehoben. So lässt sich das Ganze aber dann doch noch halbwegs handeln. Das Gehäuse ist dann noch in dieser Tüte. Die üblichen Lion-Lee-Broschüren bzw. das Handbuch haben wir gleich am Rand. Das Gehäuse selbst ist einfach schlichtweg ein riesiger Würfel. Das ja, sorgt dann doch für einiges Erstaunen. Wir wollen uns das jetzt einfach mal aus den verschiedenen Perspektiven anschauen und einen ersten Eindruck vom PCD8000 geben. Die Vorderansicht zeigt vielleicht am besten die Größe des ganzen Gehäuses auf. Hier finden tatsächlich zwei 5,25 Zoll Schächte nebeneinander Platz. Fünf Laufwerksplätze für optische Laufwerke. Der im Prinzip sechste Einschub ist dann für die Bedienschalter und das I/O-Panel reserviert. Das bietet vier USB 3.0 Ports. Hier oben noch die Status-LEDs unauffällig eingelassen. Besonderes Merkmal des Gehäuses ist ja, dass sich bis zu 20 Festplatten verbauen lassen. Wir haben dann diese Lufteinlässe auf beiden Seiten, damit dann also die Laufwerke auch ausreichend gekühlt werden können. Im Inneren ist Platz für 640 mm Lüfter, die können also an den Laufwerkskäfigen montiert werden. Auch die Rückseite bietet kein alltägliches Bild. Der Platz für das HPDX Mainboard auf der linken Seite, vier Lüfterplätze und im unteren Bereich dann auch noch die Möglichkeit, gleich zwei Netzteile zu verbauen, um für Redundanz zu sorgen. Das ist natürlich einfach nur eine Klasse für sich. Das Seitenteil wird wie gewohnt von Rempelschrauben gehalten. Lässt sich glücklicherweise ganz angenehm abnehmen. Und dann haben wir hier den Blick in den sehr, sehr geräumigen Innenraum mit der entfernbaren Trennwand, die auch wiederum Platz für optionale Lüfter bietet. Im Auslieferungszustand ist jetzt gar kein Lüfter dabei, das heißt, man kann das dann ganz nach seinen eigenen Vorlieben anpassen.
Mainboard Tray mit einigen Kabeldurchführungen. Das sieht jetzt aber etwas mau aus. Müssen wir mal schauen, wie sich das dann im Praxistest schlägt. Montagezubehör ist auch drin. Und hier natürlich der Blick in diese beiden 3,5 Zoll Laufwerksschächte. Da lässt sich dann wirklich eine ganze Festplattenarmada unterbringen. Das Ganze macht auf jeden Fall einen beeindruckenden ersten Eindruck. Wir wollen natürlich dann schauen, wie sich dieses Riesengehäuse dann auch in unserem Test schlägt. Und werden uns dann gleich an die Arbeit machen und da mal einen genaueren Blick drauf werfen.